Herzlich willkommen zu unserem Q-Pro Guide. Wow. Cool, oder? Ja. Und als erstes klären wir die Frage: Was ist ein Q-Pro? Ein Pudel. Mein Pudel. Naja, nicht ganz. Quasi ein hundähnliches Tier. Hm. Ne? Und davon gibt es 4 unterschiedliche Arten, Rassen. Weiß nicht, wie man es am besten bezeichnen soll. Das sind einfach unterschiedliche Rassen. Ja. Und bevor wir loslegen zu unserem Q-Pro Guide, zeigen wir euch mal, welche Rassen es denn gibt. Und wir fangen an mit Huras. Der aussieht wie ein Fuchs. Cool. Der ist eigentlich der perfekte Gleiter für einen Ash. Richtig. Weil er die Möglichkeit hat, seinen Besitzer zu unsichtbar zu machen. Ja. Und sich selbst natürlich auch. Und er schleicht sich an. Eine kleine Hinterdrecksau. Sowas. Der nächste Q-Pro, den es gibt, ist Raxa. Und ist eigentlich so der Standard. Ja. Sag ich jetzt mal, ne? Die Hyäne der Hunde. Genau. Eigentlich ein ganz guter Bodyguard, sagt man sich. Ja. Ne? Dann haben wir als nächstes den Sahasa. Der, naja, man sieht schon, zu den Sammlern gehört. Der bringt die Beute. Ja, ähnlich wie beim Carrier die Vakuumfähigkeit. Genau. Lässt sich wenigstens damit vergleichen. Und dann haben wir als letztes die miese Drecksau. Sunika. Ja, auch exemplarisch für den, weil der halt ein Kämpfer ist. Ja, Schadensausteilung und so weiter. Ist da ganz vorne mit dabei. Und jeder Q-Pro hat 2 einzigartige Fähigkeiten und die quasi dann nur jeweils derjenige Rasse kann. Genau. Ja. Man kann die auch so das Aussehen vom einen und die Fähigkeit vom anderen mischen. Ja, zumindest was Muster anbelangt und sowas. Genau. Ja. Also man kann aussehen lassen wie ein Bär, aber hat trotzdem die Fähigkeit vom Fuchs oder so. Genau. Deswegen wollen die Leute immer toll ihre Vorlagen austauschen damit, hey, ich möchte gern jetzt habe ich Namen vergessen. Huras mit Lotus-Symbol drauf. Oder sowas, keine Ahnung. Also, da gibt es wohl alle möglichen Variationen. Und, ja, wie kommt man denn dann so ein? Ja, indem man sich ein Ei sucht. Richtig. Aber da holen wir noch ein bisschen mehr aus, weil es reicht nicht nur ein Ei zu holen, sondern wenn man das Schiff hat, muss man erst noch das Inkubator-Segment sich freischalten lassen. Und das geschieht auf Venus, indem er gegen Jackal kämpft. Genau. Und dann gibt es nochmal ein Ding, Überlebensmission. Genau, richtig. Wo man dann Inkubator-Segment gekriegt. Genau. Ja. Und dann braucht man das Ei. Genau. Und also nachdem ihr Jackal besiegt habt und nachdem ihr die Überlebensmission gemacht habt, um den Inkubator zu bekommen, das ist eine Quest, also da wird er schon dann entsprechend herumgeleitet. Wenn nicht, geht er kurz auf den Codex und da auf Quests, da ist die Q-Pro-Quest, was macht der für einen Quatsch? Und dann wird er da entsprechend weitergeleitet und auf jeden Fall müsste er danach auf der Erde das Ei farmen. Was ziemliche Scheißarbeit ist. Jo, was muss man machen? Hundehütten zerstören. Ja. Das Beste war, als wir es gefunden haben, ich war am Arsch der Welt, dann habe ich ihm bloß aufs Mikro schauen gehört. Da ist ein Ei, komm her! Ja, aber das Lustige, das Ei rollt dann auch noch weg. Ja, Richtung Abhang. Weil genau. In dem Level, in der Art ist am Schluss das Ding oben, also kann es runterfallen. Ja. Das war schon ein richtiges Highlight. So. Und wenn ihr jetzt das Ei habt, braucht ihr aber noch was, um dann euer Hündchen zu züchten. Und zwar einen Energiekern. Vielleicht gehen wir da mal ganz kurz in den Shop, dann können wir nämlich zeigen, wo ihr den kriegt. Und diesen Energiekern kann man nicht farmen, sondern entweder die Blaupause im Shop kaufen oder für Platin. Aber wir geben ja kein Geld aus, deswegen kann man dann die Blaupause entsprechend kaufen. Für wie viel Credits? 50.000? 50.000, ja. Und die ist auch wiederverwendbar. Das heißt, einmal gekauft kann man sie immer wieder verwenden. Okay. Wichtig, Info, die Blaupause braucht Argon-Kristall. Was richtig toll ist. Ja. Weil, wo kriegt man nochmal Argon-Kristall? T1, 2, 3, 4. Also nur im Void. Das heißt, für Leute, die vielleicht ganz neu bei Warframe sind, guckt, dass ihr vielleicht am besten ein paar Leute kriegt, mit die euch da helfen oder euch mitnehmen.
Aber im Ding gab es auch ab und zu. Wie hieß es? Die Konfliktmission, glaube ich. Oder? Kann sein, dass es da auch gibt, ja. Also aber selbst, ab und zu. Es kommt drauf an, wenn man Glück hat. Ja, also auf jeden Fall kriegen wir es im Void und manchmal hat man auch Glück, die woanders zu finden, aber ja. So, also das heißt, ihr habt das Inkubator-Segment, ihr habt ein Ei und wir haben jetzt hoffentlich, nachdem ihr dann die Blaupause gekauft habt, im Shop einen Energiekern. Und dann kann es eigentlich auch losgehen. Weil dann gehen wir kurz nochmal zum Inkubator-Segment. Ja. Jetzt, genau, also war ich hier zum Hund. Zum Hund. Sag einfach Hund und nicht scheiß Inkubator-Segment. So. Und wenn ihr alles habt, dann steht hier eine Checkliste, wo ihr dann eben dann alles sieht, okay, hab ich. Da. Oh. Jawohl, genau, da wäre dann quasi überall bei euch ein Haken dran. Beziehungsweise steht dann dran, ihr könnt jetzt die Inkubation starten. Ne? Da gibt es zu einem die Möglichkeit, das zufällig machen zu lassen, wie wir das auch gemacht haben. Genau. Glück. Mit gut Glück. Oder ihr kennt irgendjemanden, der euch genetische Codevorlagen gibt. Die waren auch nebendran im Shop. Aber das sind nur leer, aber die könnt ihr dann von anderen Spielern eben füllen lassen. Aber dazu erklären wir vielleicht später mal noch mehr. Auf jeden Fall könnt ihr es dann hier starten, wenn ihr alles habt. Und dann braucht es 2 Tage, bis euer Welpe geschlüpft ist. Ja, und dann nochmal 2 Tage. Bis er groß ist. Ja. Genau. Und diese Schlüpfphase kann man zwar mit Platin auch, sag ich mal, verschnellern, aber diese Wachstumsphase, wo er Welpe zum Hund wird, nicht. Da habt ihr dann Pech. Da müsst ihr wirklich dann 2 Tage warten. So. Und wenn der jetzt ausgewachsen ist, was bei uns leider nicht der Fall ist, das wird erst in ein paar Stunden passieren leider, aber erst wieder morgens um 2. Und dann muss man noch ein Halsband farmen, wird aber auch entsprechend in der Quest angezeigt. Und dann wieder im Codex. Genau. Und erst dann könnt ihr den mitnehmen. Ne? Das kann man auch kurz zeigen im Codex, wo das. Jawohl. Also wenn man das Ei hat, gibt man einfach Codex. Und dann Quests. Genau, hier. Ja. Müsste auf jeden Fall drin sein. Und dann kommt das mit dem, dass man es bauen kann. Genau. Und ich denke mal, da kommt dann das Halsband. Das könnte sein, könnte auch links sein, ich weiß nicht. Also, aber falls bei euch das Symbol da nicht da ist, dann liegt es entweder daran, dass ihr das Prolog nicht abgeschlossen oder beziehungsweise wenn ihr schon lange kommt, hat übersprungen habt, beziehungsweise ich rede Bullshit, ich wollte sagen, wenn da nichts steht, dann weil das Prolog nicht abgeschlossen wurde oder weil ihr nicht alle Segmente im Schiff habt, also irgendein Arsenal außer Inkubation fehlt euch noch. Daran kann es nämlich auch liegen, habe ich mir sagen lassen. Ansonsten einfach mal in die Kommentare schreiben, falls nicht da ist. Wir helfen euch da sicherlich weiter. Aber jetzt noch was ganz Tolles zu den einzelnen Zahlen mit DNA, Integrität und Loyalität. Weil man kann nicht einfach nur einen Hund haben, sondern man muss den hegen und pflegen. Tamagotchi in Warframe. Genau. Warte, möchtest du was zu den Dinger sagen? Es verschwindet jeden Tag um 10%. Jawohl. Und deswegen braucht man die Stabilisatoren. Genau. Und die kosten 100.000. Für 6 Stück. Genau. Und erst wenn es bei 60% ist, kann man eine reinhauen, weil es füllt 40% auf. Genau. Und wenn der Kacker verreckt, muss man ihn streicheln. Genau, das ist für die Loyalität. Weil sonst denkt er LMAA. Richtig. So, gut zusammengefasst. Also die Loyalität, die geht wirklich nur runter, wenn der euch im Kampf stirbt, um 40% dann entsprechend und einmal streicheln gibt wieder 20%. Und auch mit den DNA-Stabilisierer. Und die gibt es auch nur im Shop zu kaufen für die 100.000 Credits. Also das heißt, Money, Money, Money. Juckt mich nicht. Ja, du, aber andere vielleicht schon. Was auch okay ist, wenn man wissen will, was man hat. Sobald er geschlüpft ist, kann man hier unten gucken, was das ist. Ja, dass man weiß, welche Rasse man gekriegt hat. Genau. Ja. Jetzt fragt euch vielleicht, ja verdammt, wenn der Wert da runter geht und ich bin ein paar Tage nicht online, dann stirbt er mir ja. Ja, da haben die Entwickler vorgedacht. Stasis. Genau. Ich friere den Kacke ein. Genau. Könnt ihr einfach einfrieren, wenn ihr mal ein paar Tage nicht da seid. Und man hat standardmäßig 1 Slot. Das ist der offene Slot. Und man kann sich theoretisch für 10 Platin dann zusätzliche Slots kaufen.
Ne? Und das kann man nicht freispielen. Da müsst ihr wirklich dann Geld zahlen. Aber einen habt ihr auf jeden Fall. Und dann könnt ihr den Stasis versetzen und alle Werte werden eingefroren, so lange, bis ihr ihn wieder auftaut. Das kann sein, ihr baut ihn fertig, wollt ihn aber jetzt nicht benutzen, sondern euren Wächter. Dann führt man einfach ein. Genau. Ja, super. Ich denke, da haben wir eigentlich alles Wichtige gesagt. Genau, vielleicht nur ganz kurz mit den genetischen Werkzeugen, dass wir mit den Vorlagen kurz drüber gesprochen haben. Also da kann man theoretisch von seinem eigenen Hund Abdrücke erstellen und kann dann theoretisch später wieder für eine Züchtung benutzen, um in der Theorie einen anderen, beziehungsweise seinen gleichen nochmal zu erstellen oder ihn dann mit anderen Vorlagen kombinieren und daraus dann eine neue Züchtung, also beziehungsweise ein anderes Design rauszuholen. Also ganz tricky. Also so wie viele, die wollen ja den Lotus, die Lotusfarbe, dass er die scheiß Lotusblüte auf der Fresse hat. So kann man ihn züchten. Genau. So. Kraulen nicht einfach, man geht hin, drückt drauf und dann. Super Sache. Okay. Ich glaube, jetzt haben wir aber alles Wichtige gesagt. Ja. Und ja, falls ihr noch Fragen habt, einfach in die Kommentare oder zeigt uns doch einfach mal ein Bild von eurem Kubro, wie euers aussieht. Und welche habt eins mit der Lotusblume drauf? Vielleicht wollen wir das ja. Bist du bescheuert? Ich will das. Ich bin sehr locker. Ah, ich also will nur, dass er nicht Drecks habe. Ich dachte, ich will. Naja, da kann man vielleicht irgendwann viel Geiler für verlangen, wenn die Lotusblume drauf ist. Ja, genau. Okay, das war's. So viel von unserem Kubro Guide, der jetzt ein bisschen länger geworden ist als gedacht. Wow, fast 12 Minuten. Naja, bis dann. Ciao, ciao.